Des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Liebe Schwestern und Brüder, Ostern muss uns das ganze Leben begleiten. Ostern, das Fest des Lebens und der Auferstehung. Und das hängt eben ganz eng mit Christus zusammen. Christus muss unser Alles sein, weil er das Leben ist, weil er die Wahrheit ist, weil er die Liebe ist. Und so wollen wir uns an ihn wenden, um bei ihm sein zu dürfen, jetzt bei diesem Gottesdienst im Besonderen, aber auch im Alltag. Bitten wir ihn um sein Erbarmen, Herr Jesus Christus. Du bist vom Vater ausgegangen und in die Welt gekommen. Herr, erbarme dich unser. Du hast Leiden und Kreuz auf dich genommen, um uns mit dem Vater zu versöhnen. Christus, erbarme dich unser. Du bist heimgekehrt zum Vater und hast uns deinen Heiligen Geist gesandt. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Nachlass, Vergebung und Verzeihung unserer Sünden gewähre uns der allmächtige und barmherzige Herr. Amen. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, dir verdanken wir unsere Freiheit und unser Heil. Denn du hast uns durch das kostbare Blut deines Sohnes erlöst. Lass uns aus deiner Kraft leben und unter deinem beständigen Schutz geborgen sein. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus der Apostelgeschichte. In jenen Tagen, als Paulus nach Antiochia und Pisidien gekommen war, sagte er in der Synagoge: Brüder, ihr Söhne aus Abrahams Geschlecht und ihr Gottesfürchtigen, uns wurde das Wort des Heils gesandt, denn die Einwohner von Jerusalem und ihre Führer haben Jesus nicht erkannt, aber sie haben die Worte der Propheten, die an jedem Sabbat vorgelesen werden, erfüllt und haben ihn verurteilt. Obwohl sie nichts fanden, wofür er den Tod verdient hätte, forderten sie von Pilatus seine Hinrichtung. Als sie alles vollbracht hatten, was in der Schrift über ihn gesagt ist, nahmen sie ihn vom Kreuzesholz und legten ihn ins Grab. Gott aber hat ihn von den Toten auferweckt, und er ist viele Tage hindurch denen erschienen, die mit ihm zusammen von Galiläa nach Jerusalem hinaufgezogen waren und die jetzt vor dem Volk seine Zeugen sind. So verkünden wir euch das Evangelium. Gott hat die Verheißung, die an die Väter ergangen ist, an uns, ihren Kindern, erfüllt, indem er Jesus auferweckt hat, wie es schon im zweiten Psalm heißt: Mein Sohn bist du, heute habe ich dich gezeugt. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Alle die Schönheit
So spricht der Herr: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Halleluja, Halleluja. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Euer Herz lasse sich nicht verwirren. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich euch dann gesagt, ich gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Wenn ich gegangen bin, um einen Platz für euch vorbereitet habe, komme ich wieder und werde euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Und wohin ich gehe, den Weg dorthin kennt ihr. Thomas sagte zu ihm: Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Wie sollen wir dann den Weg kennen? Jesus sagte zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder, niemand kommt zum Vater, außer durch mich, sagt Jesus. Er ist der Weg, der uns zum Vater führt. Und der Weg zum Vater ist zugleich der Weg, den auch wir gehen dürfen, in seinem Namen, denn er macht uns einen Platz beim Vater. Denken wir daran, dass wir jetzt schon im Himmel einen Platz haben beim Vater. Jetzt schon. Der Platz ist vorbereitet. Wie viele Plätze, die vorbereitet waren, werden vielleicht nicht besetzt werden, weil die Menschen nicht den Weg gehen, denn Jesus, der Jesus ist. Aber da wollen wir nicht dabei sein. Wir wollen bei denen sein, die diesen Platz dann auch einnehmen dürfen. Und wir dürfen es dann, wenn wir mit Jesus den Weg durchs Leben gehen. Er ist der Weg zum Vater. Und das ist die einzige Wahrheit. Und diese Wahrheit ist zugleich Leben. Leben unserer Seele, Leben bei Gott in Ewigkeit, einmal auch mit einem verklärten Leib, so wie Jesus nach seiner Auferstehung mit verklärtem Leib dann heimgegangen ist zum Vater. So will er auch uns mitnehmen zu dem Platz, den der Vater uns bereithält. Gelobt sei Jesus Christus. Zu Christus, dem Auferstandenen, rufen wir voll Zuversicht. Für alle, die an ihren Fragen verzweifeln, Herr, sei ihnen Antwort. Wir bitten dich, erhöre uns. Für alle, die unter Ängsten leiden, sei ihnen Zuversicht. Wir bitten dich, erhöre uns. Für alle, die Gott suchen, sei ihnen Weg. Wir bitten dich, erhöre uns. Für alle, die sich in Lügen und Schuld verstrickt haben, sei ihnen Wahrheit. Wir bitten dich, erhöre uns. Für alle, die verstorben sind, sei ihnen Leben.
Wir bitten dich, erhöre uns. Denn du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Dich preisen wir als unseren Helfer und Befreier. Dir sei Ehre und Dank in Ewigkeit. Nehmen wir in die Fürbitten auch hinein, das Anliegen der Heiligen Messe heute. Martina Giritz-Lehner für verstorbenen Neffen Wilhelm Wiesinger und Familie Rosinger für verstorbenen Vater, Schwieger, Groß- und Urgroßvater. Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt. Du schenkst uns das Brot, die Frucht der Erde und der menschlichen Arbeit. Wir bringen dieses Brot vor dein Angesicht, damit es uns das Brot des Lebens werde. Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt. Du schenkst uns den Wein, die Frucht des Weinstocks und der menschlichen Arbeit. Wir bringen diesen Kelch vor dein Angesicht, damit er uns der Kelch des Heiles werde. Gepriesen bist du, Herr, unser Betet, Schwestern und Brüder, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle. Der Herr nimmt das Opfer aus deinen Händen zum Lob und seines Namens, zum Segen für uns und seine ganze heilige Kirche. Gütiger Gott, nimm unsere Gaben an und gewähre uns deinen Schutz, damit wir die Taufgnade, die wir empfangen haben, nicht verlieren und zur ewigen Freude gelangen dürfen, die du für uns bereitet hast beim Vater. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater, in diesen Tagen freudig zu danken, da unser Osterlamm geopfert ist, Jesus Christus. Als er seinen Leib am Kreuz dahingab, hat er die Opfer der Vorzeit vollendet. Er hat sich dir dargebracht zu unserem Heil. Er selbst ist der Priester, der Altar und das Opferlamm. Durch ihn preisen wir dich in österlicher Freude und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Heilig, 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 Gott, Herr aller Mächte und Gewalten, erfüllt sind Himmel und Erde von deiner Herrlichkeit. O Hosanna in der Höhe, hochgelobt sei der, da kommt im Namen des Herrn. O Hosanna in der Höhe.
Ja, du bist heilig, großer Gott. Du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Ludwig und allen Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir heißen Kinder Gottes und sind es, darum dürfen wir voll Vertrauen beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde,
damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Zu den Aposteln hat Jesus gesagt: Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Und diesen Friedensgruß hat er am Ostertag zum ersten Mal an die Jünger gerichtet, so wie auch zu uns heute. Wir bitten ihn, Herr Jesus Christus, du Sieger über Sünde und Tod, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geiste. Gebt einander ein Zeichen des Friedens. Lamm Gottes, du bist hinweg, die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du bist hinweg, die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du bist hinweg, die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden. Seht, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund.
Schön sind die Blumen. Wegen unserer Verfehlungen wurde Christus hingegeben, wegen unserer Rechtfertigung wurde er auferweckt. Halleluja. Lasst uns beten. Gütiger Gott, bewahre dem Volk der Erlösten deine Liebe und Treue. Das Leiden deines Sohnes hat uns gerettet. Seine Auferstehung erhalte uns in der Freude. Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn. Amen. Wir durften bei ihm sein, liebe Schwestern und Brüder. Bei ihm, der uns liebt und den wir lieben. Eine liebende Gemeinschaft dürfen wir zusammen mit ihm sein, untereinander und auch mit ihm, und so den Weg gehen, der zum Vater führt. In diesem Sinn wollen wir um den Segen Gottes bitten, damit wir den rechten Weg auch heute finden und gehen. Der Herr sei mit euch. Es segne euch der dreifaltig liebende Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gehet hin in Frieden. Amen.